Damit einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es heute Samstag, den 23. September, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und wir sind seit gestern schon in Italien. Ich habe gestern nichts gefilmt, weil aufgrund sehr viel Stau und der Wetterverhältnisse sind wir einfach nur hierher gefahren. Und das sah ungefähr so aus. Also, hat die ganze Zeit geregnet und ach, war nicht cool. Als wir dann hier abends angekommen sind, habe ich nur noch einen kleinen Spaziergang am Gardasee gemacht. Das kann ich jetzt auch mal einblenden. Und ja, wir haben es jetzt 8.20 Uhr, 8.30 Uhr wollten wir uns auf den Weg machen zu ein paar historischen Denkmälern. Und ja, mal gucken, was ich heute hier so filmen werde, also wo ich euch mitnehmen kann etc. Und heute Abend wollen wir dann nochmal alle, oder wollen wir im Gardasee baden gehen heute Nacht, Abend, wie auch immer. Nach dem Abend auf jeden Fall. Und dann kann ich auch heute Abend mal eine Roomtour geben. Aber jetzt geht's erstmal los. Wir haben einen richtig geilen Balkon erstmal. Und da, wenn man es sehen kann, ich kann ja mal zoomen. Da ist. Ah, zoomtechnisch, das ist super geil. Da durch die beiden Bäume kann man jetzt schon den Gardasee durchsehen. Also ich kann vom Balkon aus kann man den Gardasee sehen. Wir wurden heute Morgen mit einem wunderbaren Sonnenschein aufgeweckt, weil hier hinter mir ist direkt das Bett und kam von vorne direkt die Sonne durch. Das war sehr schön, weil hier vorne im Osten geht die Sonne auf. Wunderbar. Aber gut, jetzt geht's erstmal los. Jetzt gerade, oder wir sind schon seit einer Stunde oder so hier im Museum, und um ein bisschen geschichtlich hier auch aufzufassen, das Rote Kreuz wurde ja von 5 Urgründern entstanden. Einer davon war Henri Dunant, und Henri Dunant kam durch Zufall hier nach Italien an dem Tag, wo die Schlacht von Solferino begann. Die Österreicher oder das damalige Österreich und das damalige Italien haben sich hier um Gebiete gestritten, bekriegt. Und zu diesem Zeitpunkt kam Henri Dunant hier. Er wollte eigentlich zu Napoleon III., weil er sich ja ein Grundstück gekauft hatte und dort eine Wassermühle drauf gebaut hat und eben da mit ihm was klären wollte. Aber er ist eben in diese Schlacht geraten und hat gemerkt, dass eben keiner irgendwie so an die Versorgung der Verletzten gedacht hat und, und. Und deswegen ist ihm so hat er so Grundsätze vom Roten Kreuz aufgeschrieben und hat eben 4 weitere Mitbegründer gesucht, und dadurch ist dann im Endeffekt das Rote Kreuz entstanden. Und es also ist wirklich interessant, was man hier eben bis jetzt so mitgekriegt hat. Und wir gehen auch nachher nochmal zu der, ich sag mal, zu der Schlachtwiese, wo sie eben damals sich bekriegt haben. Und ja, das war erstmal so ein Update hier aus dem Museum. Wir haben das Museum jetzt hinter uns gelassen und schlendern hier ein bisschen durch die Altstadt oder durch die Stadt und auch auf dem Markt lang. Und mal gucken, ob man irgendwas Schönes findet oder irgendwas Schönes sieht, aber ich würde jetzt einfach mal als so ein schöner italienischer Flair jetzt einfach mal die Kamera laufen lassen, während ich so lange schlendere, und mal gucken, was draus wird. Ich lasse, wie gesagt, hier die Timelapse laufen vom Durchschlendern, und wir haben gerade für 6 Euro oder so ein bisschen Gummibärchen auf dem Markt gekauft. Mal gucken, wie 5,87. Mal gucken, wie die nachher schmecken oder ob die nachher schmecken, und dann mal sehen. Wir sind mittlerweile bei Solferino angekommen. Hier war die Schlacht um Solferino logischerweise, und da waren wir auch schon beim Roten Kreuz Denkmal und auch auf ein eine Art Aussichtsturm, da habe ich ein Video gemacht, aber da oben konnte man nicht filmen, da waren so viele Fliegen, das war unglaublich. Und ja, war interessant von oben alles zu sehen, man konnte auf den Gardasee gucken, war sehr schön da. Mal gucken, was wir jetzt noch so machen. Wir wollen jetzt noch nach Solferino richtig in die Stadt reinfahren, wir sind ein bisschen außerhalb, und dann mal gucken, wie der Tag noch so wird. Haben wir noch eine ganze Menge vor. Und mittlerweile sind wir in Simeone,
habe ich doch falsch verstanden, wir fahren heute oder sind wir doch noch nach Simeone gefahren. Ich habe das T-Shirt gewechselt, weil ich das andere schon durchgeschwitzt hatte, weil es noch sehr warm ist. Und Simeone ist die Stadt auf der Landzunge mitten im Gardasee, deswegen befindet sich direkt hinter mir der Gardasee. Ich war gerade auch schon mit den Füßen drin. Freue mich schon auf heute Abend. Es ist noch so warm. Habe ich auf Instagram schon gepostet, die Story, dass ich da drin war. Also falls jemand möchte, auf Instagram folgen einmal. Vince.vb, Eigenwerbung. Jo, und es ist echt schön hier. Also ich kann gleich mal ein bisschen rumfilmen, mal gucken, wie lange wir hier bleiben, weil nachher gibt noch Abendbrot und so, da haben wir schon wieder eine Tischreservierung mit Uhrzeit und alles. Aber ist wunderschön. Also für alle, die mal Italien Gardasee, kann man nur empfehlen. Wirklich herrlich hier. Also, der Gardasee. Hier ist die alte Burg in Simeone. Und dann hat man hier das letzte Stück der Landzunge hier im Gardasee und dann geht es da halt einmal so rum. Einfach nur herrlich. Die Sonne scheint. Wir haben es 24, 25 Grad noch. Herrlich. Einfach nur herrlich. Einzig, was man dazu sagen muss, ist ja schon voll. Keine Ahnung, was ich groß sagen soll, weil ich mich geschichtlich hier im Simeone oder über Simeone nicht auskenne. Aber ich lasse einfach mal die Kamera laufen, pack vielleicht ein bisschen Musik drunter oder sowas und lasse einfach mal die Eindrücke wirken, denn es ist wirklich, wirklich schön. So dicht aneinander gesetzte, gewinkelte Gassen. Die Burg ist herrlich. Ich schlendere gerade so ein bisschen einfach nur durch die Gegend hier. Hier ist die Burg beispielsweise, wo man noch so ein bisschen was sieht. Und hier sind so kleine winklige Gassen. Naja, ich lasse einfach mal ein paar Bilder laufen und dann, dass man so einen kleinen Eindruck kriegt. Ja. Beispielsweise, wenn man jetzt hier um die Ecke biegt, müsste man eigentlich die Burg sehen. Und man sieht es auch. Ja, es ist wirklich schön. Also Italien ist wirklich ein wunderbares Land. Ich bin ja das erste Mal richtig in Italien. Keine Ahnung, ob ich das schon mal erwähnt habe. Einmal Skifahren, aber das zählt für mich nicht. Aber es ist wirklich einfach nur schön. Und ja, wie gesagt, Samstag Nachmittag, Abend, ganz schön voll, auch wenn nicht mehr Haupturlaubszeit ist. Aber das ist ja denen egal. Ja. Und jetzt geht man hier quasi aus der Altstadt raus. Aus der Altenburg. Dahinter ist quasi die Stadt und jetzt hat man hier so die Altstadt. Jetzt hat man hier so die Innenstadt. Eigentlich ist es hier nur ein riesen Parkplatz, wo die ganzen Touristen immer parken. Aber ja, ich drehe nochmal die Kamera, dass man nochmal einen schönen Blick drauf hat. Dass man hier nochmal sehen kann, wie wirklich schön es einfach ist. Also ich bin selten sprachlos. Ich mag die Natur, ich mag altes
Gebäude. Das ist kein Deutsch. Ich mag die Natur sehr. Und so weit ist schon wirklich was Schönes. Ja. Ja, also langsam. So langsam heißt es wieder nach Hause. Oder was heißt nach Hause, ins Hotel zurück. Weil wir nachher noch ins Restaurant gehen. Wieder was essen. Was ich hier auch empfehlen kann, hier gibt es zwar relativ teuer, ich glaube, ich habe für 4 Portionen 30 Euro bezahlt, 4 Portionen Eis, aber Riesenkugeln, richtig geiles italienisches Eis, ist eine Empfehlung wert, ist wirklich eine Empfehlung wert. Ich bin jetzt extra nochmal auf die andere Seite von der Landzunge gesprintet, um mal die View einzufangen. Also, keine Ahnung, Landschaft. Mir ist vorhin das Wort nicht eingefallen, ich mag die, also Landschaft ist wirklich was Schönes, voll den hier in Italien am Gardasee. Also wirklich, kann ich nur empfehlen. Man merkt auch, dass hier, also in der, die hier wohnen, gut betucht sind. Ich kann ja beispielsweise mal, entweder habe ich schon oder ich blende jetzt mal das Video vom Ferrari ein. Ja, also, das ist schon krass, hier stehen so viele coole, wirklich schöne Autos. Weißt du, da habe ich auch einen Nissan fotografiert, der aus Deutschland kam. Auch nicht schlecht. Warte, na, also, keine Ahnung, ist schon schön, wenn man hier einfach alle war. Auch wenn der Ducati fährt, ich habe schon die eine oder andere richtig schöne Ducati gesehen. Und boah, seit einer etwas älteren Hypermotard oder auch eine neue V4. Einfach nur geil, einfach nur, also wirklich geil. Ich weiß, das Video wird sich wieder übel lang in der Länge ziehen, guckt sich eh kein Schwein an, aber muss man mal gesehen, erlebt oder eingefangen haben, wie auch immer. Und ja, ich laufe jetzt erstmal, wie gesagt, schon, oder wie vorhin schon der Plan war, zurück, damit man zurück ins Hotel kann. Verabschiede mich erstmal aus Sirmione mit dem Blick auf Gardasee. Aber heute Abend nach dem, auch wenn es jetzt schon dunkel ist, nach dem Essen geht es heute Abend nochmal in den Gardasee, dann nehme ich die andere Kamera mit, auch wenn man durchzieht. Aber dass man wenigstens nochmal, ja, das irgendwie nochmal dokumentiert hat. Und ja, ich hoffe, man hört mich auch wegen dem Ton und so, weil es ist windig, logischerweise am Wasser. Na gut. Wir sind mittlerweile wieder im Hotel angekommen. Und ich habe mir gedacht, oh, bevor wir ins Restaurant gingen und zum Tisch, zum Abendbrotessen, stelle ich mir nochmal auf den Whirlpool oder in den Whirlpool auf den Rooftop. Und ja, jetzt bin ich hier und die Aussicht ist einfach geil. Also wirklich, da lang kann ich schön nach Italien gucken und hier kann ich auf den Gardasee sehen. Der Sonnenuntergang ist leider genau hinterm Haus, das sehe ich leider nicht. Aber schön auf den Gardasee, die Alpen. Und dann gehen wir gleich Abendbrot essen und danach geht's da unten im Gardasee baden. Und rinn in den Gardasee. Ah, gut, aber wir waren im Gardasee. Aber von hier aus wird der Untergrund besser. Ja, nee. Jetzt schwimmen wir. Ey, aber die sieht halt geil aus. Herrlich. Sind wir alle in der Runde geschwommen? Sind wir uns einig? Ja, wir sind alle jetzt ankommen. Dann noch eine Runde rum und dann. Ja, super. Wir waren im Gardasee schwimmen, ja. Würde ich auch sagen. Aber ich schwimme jetzt zurück. Jo, das Abendbrot war lecker. Wie ihr gesehen habt, waren wir gerade auch im Gardasee baden, auch wenn das, naja, nicht wirklich Bahn war. Eine kurze Bahn geschwommen, weil war ganz schön morastig, steinig. Das ist nicht so cool gewesen, aber man kann schon mal sagen, man war im Gardaseebahn. Und Roomtour würde ich euch im morgigen Video geben. Ein Video wird eh safe lange gehen und das will ich jetzt nicht künstlich hinauszögern. Deswegen war es das mit dem heutigen Video. Man sieht sich morgen. Ringhauen. Ciao, ciao.